Information zu SL nach Düsseldorf Flughafen Terminal über Köln Hauptbahnhof. Abfahrt 731. Heute circa 5 Minuten später. Was geht ab, YouTube? Ihr seid wieder bei Lift You Up. Ich bin gerade am Breslauer Platz in Köln am Hauptbahnhof und warte auf den lieben Sascha, den Besitzer vom Rhein-Gym. Und ich feiere diesen Mann, wisst ihr auch warum? Weil er heißt Kurvan mit Nachnamen. Kurvan. Wie Kurva. Kaffeeersatz. Nur trinke ich nie Kaffee. Gut, was wir hier machen, fragt ihr euch. Wir fahren jetzt gleich zum Herz, also dem Transport-Liefer-Ausleih-Service-Ding. Und leihen uns ein Auto aus. Und mit dem fahren wir runter nach Bayern und holen ein bisschen Equipment. Wofür? Für das Busta Rhyme Event, von dem ich noch nicht weiß, ob es zum Zeitpunkt dieses Videos schon stattgefunden hat oder nicht. Der Witz ist im Grunde genommen, dass wir das Equipment von den Insanity-Jungs abholen, das logischerweise für den Insanity ist, der definitiv noch nicht stattgefunden haben wird, wenn dieses Video kommt. Aber wir brauchen ein bisschen extra Equipment, da ihr ja zahlreich hoffentlich erschienen sein werdet oder noch sein werdet. Was? Auf jeden Fall holen wir das Equipment jetzt ab, damit wir es schon vor dem Insanity für das Busta Rhyme Event nutzen können. In diesem Sinne, vielen Dank an die Insanity Jungs, hart appreciated für diesen Move. So, wenn Sascha ein typischer Sascha ist, oh nee, ich sehe ihn, oh, hallo! Okay, wir gehen los und ich nehme euch ein bisschen mit, um die Sachen abzuholen und anschließend gibt es ein bisschen Ballerei im Rhein-Gym. Let's go! Dein Auto ist klein. Hallo, Herr Kurva. Wie geht's dir? Übertrieben an. Hast du die Tür richtig zugemacht? Ich weiß es nicht. Nein, hab ich nicht. Ah, sehr, sehr gut. Ich kann dir gratulieren. Du bist in einem Vlog von Lift You Up. Warum haust du mich damit rein? Weil du schön bist. Ja, das stimmt nicht. Also manche Leute denken, ich bin Überlebender eines Flugzeugabsturz. Ich wäre mit dem Gesicht zu oft vor die Wand gerannt, Alter. Jetzt holen wir Mobo ab. Das fährt ja. Schön. Ja. Kommt er in den Kofferraum, in dem nicht mal meine Tasche reingepasst hat? Nee. Wir holen ihn nicht ab, aber wir treffen ihn jetzt halt. Und okay. Anschließend fahren wir mit dem Transporter. Du bist übrigens The Transporter dann. Ich bin sowas von The Transporter. Digga, ich hatte einen Kurierjob in Frankfurt, noch während der Uni. Digga, du musst einfach wissen, wie man die Sachen verkauft. Das sind halt diese Situationen im Leben, so wenn dich jemand fragt, ja, was machst du, was arbeitest du so, und dann sagst du nicht, ja, guck mal, ich liefere ein paar Koffer aus vom Flughafen, so, ne? So, nein, Digga, sagst, Bruder, ich bin Transporter, ja. Und du? Transporter. Wie geht's dir, Moritz? Nicht gut, es ist zu früh und ich habe kein Monster. Ich habe gerade einen Every Workout getrunken. Mir geht's gut. Ich möchte Mango Maracuja. Gibt es doch schon im Rhein-Gym. Ja, wird auf jeden Fall demnächst gegönnt. Sehr gut. Auf geht's. Okay. Wir müssen fahren, Junge. Das ist die Welle. Und das hier. Das ist eine Gebrauchsspur, ich mache mal ein bisschen Gebrauchsspur. Ja, bist du zufrieden mit dem, was du siehst? Nein. Ich möchte ein größeres Auto. Moritz, wir werden gleich heftigst bei McDonald's rasieren, ne? Mhm. Junge, heftigst McDonald's rasieren. Gillette ab die weiß sogar, wie wir sind. So, wir müssen jetzt noch ein paar Scheiben abholen, die nach unten sollen, nach Bayern. Und nochmal Pipi-Pause und Monsterpause. Mini-Führung durchs Rhein-Gym. Bam, bam. Digga, dieses Rhein-Gym-Logo, Sascha, jedes Mal, es tötet jedes Video. Moritz, ich nehme eine Zehner, du den Rest, ja? Nimmst du bitte die Hand aus dem Schritt? Du kriegst übrigens, Junge, verpiss dich.
aktuell Ingelheim sonnig 28 Grad, Sörn 27 und Kusel sonnig 29 Grad. Moritz! Ich möchte zu McDonald's. Wo ist das M? Wo ist das M? Ich sehe das M nicht. Wo ist es? Ist da. Ist da. Ist da. Auf der Suche nach dem M. Moritz, ich glaube, wir sind dem M ganz nahe. Ich hoffe es. Ich seh's. Yes. Finally. So sieht ein zufriedenes Fettschwein aus. Ey, fehlt bei dir nicht auch das Getränk? Haben sie nämlich bei mir auch erst vergessen. Ich hab kein Getränk. Digga, Royal Test ist einfach old reliable. Ja. Ja. Ich bin eher so hipster-mäßig. Signature. Aber diesmal ohne dieses tolle Brett. Weißt du? Das stimmt. Ich will mein Brett. Huh! Life is good. Weiter geht's. Ich habe eine Hypothese aufgestellt. Und zwar, je weiter draußen man ist bei Mc's, also je weiter entfernt von der Innenstadt oder von einer Stadt überhaupt, desto besser ist es. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr dieselbe Erfahrung gemacht habt. A few moments later. Yeah. Ich habe schön ein Handtuch und Desinfektionstücher dabei. Du bist die perfekte Frau. Hat auch Spaß gemacht, oder? Oh mein Gott, was für ein Trip. Wie ihr seht, wir sind wieder beim Rhein-Gym und damn, do that again, bitch. Dab. Was? Egal. Auf jeden Fall sind wir in den Stau des Todes gekommen zum Ende hin und jetzt ist es ja fast Schließungszeit des Gyms. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich noch zum Trainieren komme. Wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich muss das Training auf morgen verlegen. Ich hoffe aber, dass es doch noch irgendwie geht. Auf jeden Fall müssen wir den scheiß Wagen noch wegbringen. Aber alles nur für euch. Wobei ich sagen muss... Jetzt kommt der spaßige Teil. Jetzt kommt, ja. Schwere Platten. Oh, stimmt. Da war ja noch der Teil mit dem Wagen ausräumen. Und in diesem Gym kriegt man natürlich ganz viel Hilfe. Hallo! Jemand zum Ausräumen da? Natürlich nicht. Und wir haben einen Tag später, was eine sehr gute Entscheidung war, denn ich war sowas von durch von dem ganzen Trip gestern, der, lass mich kurz rechnen, 7 Uhr aufgestanden, 9 Uhr sind wir losgefahren, halb neun waren wir, also fast 12 Stunden unterwegs den ganzen Tag. Jetzt bin ich absolut am Brennen, was auch ein bisschen am Every Workout liegt. Also einmal bitte Daumen runter für Sponsored Werbung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Kombination aus Koffein, Koffein wirkt bei mir sowieso schon mal ziemlich instant, weil ich einfach kein Kaffeetrinker bin. Ich habe einen sehr niedrigen Threshold, was das angeht, eine sehr niedrige Schwelle, die ich überwinden muss, damit Koffein bei mir wirkt. Aber das Ganze dann kombiniert mit dem Theanin und so weiter und den anderen Booster-typischen Inhalten wirkt bei mir sehr gut. Und ganz ehrlich, das ist zwar halt dann normaler Booster, beziehungsweise jemand, der irgendwie Hardcore-Booster gewohnt ist, die ja keine Ahnung, was für einen Amphetamin-Kick geben, der merkt sowas natürlich nicht. Ich merke das aber definitiv. Wirkt hammergut bei mir. So, das zum Booster. Ich bin auf jeden Fall heiß. Und um den Kontext jetzt nochmal einzuordnen. Letzte Einheit war eine GK-Einheit. Dann hätten wir jetzt eigentlich einen Tag Pause gehabt. Aber wegen dem Trip gestern und so weiter sind es jetzt 2 Tage Pause gewesen. Ist aber nicht schlimm. Das heißt, ich werde einfach den Ende der Woche da den eigentlichen zweiten Rest-Day, den ich dabei noch habe, den einfach rausnehmen, damit ich die Woche noch so durchkriege, wie ich es geplant habe. Und ist aber in der ersten Woche kein Problem, denn die Intensitäten sind ja noch ziemlich gering und wir werden jetzt beim Bankdrücken auch nur ein 8x5 mit 110 Kilo machen. Also ziemlich easy work, aber dementsprechend geht es jetzt primär, wie auch beim Deadliften, eher darum, wieder eine gewisse Arbeitskapazität anzueignen und so weiter. Wobei ich ja aus dem Athletiktraining komme, jetzt die letzten Wochen deswegen sowieso schon eine recht gute Arbeitskapazität habe. Das heißt, ich könnte auch höher einsteigen, aber ich bin noch im Kaloriendefizit. Das heißt, ich möchte mich auch wieder Stück für Stück
Stück rantasten können und so weiter und so fort. Und dadurch, dass heute dann ein Oberkörpertag ist und morgen ein Unterkörpertag, können wir heute auf jeden Fall richtig gut ballern, genug Volumen akkumulieren. Und am Ende der Woche gibt es dann nochmal ein GK, wo wir dann nochmal zusätzliches Volumen über die Woche akkumulieren können. Aber das wird dann insgesamt ein etwas leichterer Tag sein. Der Unterkörpertag wird hart und der GK-Tag am Ende der Woche nochmal ein bisschen easier für ja, Bewegungslernen, zusätzliches Volumen, aber jetzt nichts, was einen voll aus dem Leben fickt, damit man dann am ersten GK in der Woche, der dann definitiv wieder härter sein soll, wieder mehr ballern kann. Also ihr versteht das Konzept. Genug geredet, gehen wir zum Bankdrücken für einen 8x5, dann zur Overhead Press. So, das war ziemlich easy, wie ihr gesehen habt, wahrscheinlich. Vielleicht sogar ein bisschen zu easy, aber passt mir heute ganz gut, weil ich nicht so viel Zeit habe. Das heißt, ich komme ein bisschen schneller durchs Training, indem ich einfach die Pausenzeiten kürzer halte. Und wo ich von Pausenzeiten spreche, das ist einfach nur eines von vielen Beispielen, wie viele Variablen ihr zur Verfügung habt, um Fortschritte zu machen, weil man liest es halt immer wieder. Also das ist sowieso das, was immer und immer und immer wieder in dieser Szene auftaucht. Bruder, ich mache keine Fortschritte. Sei es in Sachen Muskelmasse, Gewicht in den Grundübungen, whatever. Und ich predige es auch immer wieder und langsam hängt es einem wahrscheinlich aus den Ohren raus. Ihr müsst Wege finden, mehr zu schaffen als vorher auf die eine oder andere Art und Weise. Sei es, dass ihr, wenn ihr Gewichte, die ihr zuvor bewegt habt und jetzt nicht mehr Gewicht draufpacken könnt, die Pausenzeiten reduziert und dasselbe Gewicht von vorher macht, aber diesmal mit einer größeren Work Capacity. Das heißt, ihr schafft mehr Arbeit oder auch dieselbe Arbeit, aber in kürzerer Zeit als vorher. Oder ihr fügt Sätze hinzu, ihr fügt Wiederholungen hinzu. Das sind natürlich immer alles Sachen, die sich in einem Coaching, das ich ja mittlerweile auch anbiete, ja, sehr individuell leicht anpassen lassen. Aber für viele fehlt da schlichtweg noch so ein bisschen das Gespür, weil die Grundlage ist am Ende des Tages natürlich, dass ihr euch den Arsch aufreißt, dass die Nutrition stimmt. Wenn diese grundlegenden Dinge stimmen, dann sind es halt nur noch diese kleinen Variablen, die sich stückweise anpassen lassen müssen. Und wenn ihr diese Variablen anpasst und sicherstellt, dass ihr mehr macht als vorher, dann wird der Progress kommen. Aber wahrscheinlich am Ende des Tages scheitert es überhaupt erst an diesen grundlegenden Variablen, bevor die Feinheiten überhaupt kommen. Und wahrscheinlich am Ende des Tages auch schlichtweg die Fähigkeit, den Progress überhaupt wirklich wahrzunehmen. Letztendlich sind viele dann auch einfach zu sehr geprägt durch die Wahrnehmung, durch YouTube, durch die ganzen Stoffe, die ganzen Überathleten à la Larry Wheels, Russell Orhi und Co., denen die ganzen Fortschritte scheinbar entgegengeflogen zu kommen scheinen. Aber auch die Jungs müssen hart arbeiten, um halt auf ihrem Level, der sowieso schon so weit über einen anderen ist, noch einen draufzulegen. Und auch das werden die Jungs über diese kleinen Variablen tun, mit der absoluten Grundlage, sich den Arsch aufzureißen. Insofern, long story short, auch wenn die 110 Kilo jetzt ziemlich easy waren, weiß ich ganz genau, dass mir das die Möglichkeit gibt, in den nächsten Einheiten oder den nächsten Wochen größere Sprünge zu machen. Klar, Kaloriendefizit ist immer so ein Faktor, das lässt sich dann schlecht berechnen, wie viel Progress da wirklich möglich ist, aber zumindest das, was man an Muskelmasse hat, wieder effizienter auszuarbeiten, also schlichtweg, dass ich mit der Muskelmasse, die ich im Moment habe, wiederum mehr Gewicht zu bewegen, weil die Muskelmasse ja zu mehr fähig ist, als ich es jetzt gerade getan habe. 110 Kilo ist ja jetzt nicht meine derzeitige Fähigkeit auf der Bank, da ist ja mehr drin. Aber jetzt waren es halt eben nur 110, das heißt, ich kann nächste Woche vielleicht sogar schon 120 draufpacken und so weiter, je nachdem, wie anstrengend ich dann das Training gestalten möchte und wie nah ich mich immer
an meinem derzeitigen Limit bewegen möchte, was halt auch ein wichtiger Faktor ist, um stückweise Fortschritte geschehen zu lassen und so weiter. So, genug gelabert, T-Shirt aus und zur Overpress. Was gibt's Besseres als Brustpresse ballern ohne T-Shirt? Volumen! Der größte Spaß beim Training. Man denkt immer, man wäre in so einem Bodybuilding Motivational Mix. Dabei sieht man einfach nur aus wie ein Huf. Fuck it, we're still making gains, dog. Das war's mit diesem Video. Ich muss leider los, deswegen kein großartiges Palaver mehr hinsichtlich des Trainings, aber ich denke mal, sollte alles soweit verstanden sein. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn der Unterkörpertag ansteht, bei dem auf jeden Fall ordentlich geballert wird. Alle weiteren Infos zum Goku-Plan findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, einen coolen Plan mal ausprobieren wollt, kauft euch ihn gerne, unterstützt mich gerne mit diesen 10 Euro und gebt mir definitiv, wenn ihr es tut, Feedback nach einer gewissen Zeit, damit ich den Plan gegebenenfalls ein bisschen anpassen, ausschmücken kann und vielleicht noch ein bisschen mehr daraus rausholen kann. Hit that like button, share that shit, do whatever with it und wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren und montieren. Peace!